Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21 zu 9. Und in der letzten Episode haben wir die Mission von Tsangonomiya Kogumi fortgesetzt. Sind jetzt auch wirklich nicht nur von ihrer offiziellen Seite die Truppanführerin von Schwertfisch 2, sondern mussten uns auch noch einmal beweisen, sage ich jetzt mal, und haben halt ein paar Gegner auch aufgeräumt. Falls ihr das sehen wollt, oben rechts Isenbull klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist. Hier liegt sonst nichts noch, ne? Und dann könnt ihr euch nochmal die Folgen anschauen. Oh, da hinten. Was ist das Blaue? Ne, jetzt mal wirklich. Sind das Gegner, die blauen Sachen? Ne, das sind diese Regensteine. Okay. Warte, warum ist es da oben? Warte, wo gucke ich denn gerade hin? Achso, könnte hier sein. Ja, okay. Genau, und dann haben wir auch noch die Dailies gemacht in der letzten Episode. Allerdings habe ich noch vergessen, hier die Season Pass Sachen zu nehmen. Das hier. Denn, wie schon angekündigt, brauchen wir unbedingt ganz viel Urgestein. Mal wieder. Gut, direkt zwei Level-Ups gemacht. Kurz überlegen. Achso, hier ist das, Stufe 10. So, okay. Mittlerweile müssen wir doch für Euler noch einiges haben. Bezüglich. Achso, stimmt, da braucht er Special-Dinger. Hier, wegen den Masken. 12 von 4. 12 haben wir erst. Ich wäre halt nämlich sehr interessiert. Schaden beim Drücken. Gedrückt halten. Machen wir es einfach mal. Zack. Okay, mehr können wir nicht machen, aber so haben wir sie ein bisschen gestärkt. Ah, braucht immer noch die Maske bei Stufe 5 auf 6. Okay, gut zu wissen. Wir brauchen nämlich auch für ihr die Material. Was hat sie für Talent? Beziehungsweise, was braucht die denn nochmal? Geisterhülle. Das Problem ist, das braucht die, glaube ich, auch um abzuleveln, oder? Ja, das ist es. Und die Perle natürlich. Ja, gut. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns und ich würde mal sagen, ich würde mal jetzt diese Mission fortsetzen. Achso, ich sollte die Mission noch anklicken, das heißt jedes Mal. Diejenigen, die sich nach den Blicken der Götter sehen. Genau, das war das. Genau, das haben wir jetzt nicht mehr fortgesetzt erstmal. Weil ich versuche, die Folge mal so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Mumei-Festung. Komme ich denn am besten hin? Wahrscheinlich so. Oder mit dem Boot. Schauen wir uns das mal an, ob der Teleporter hoch genug ist dafür. Ist das nicht hier, wo wir diesen einen Hund getroffen haben? Aber, runtergefallen. Nee, ich glaube, das ist nicht das. Doch, das ist das Dorf, wo wir diesen einen Hund gefunden haben. So ein Hund, der hatte an seinen Schwanz irgendwie so ein Schwert gehabt und so weiter. Ach, ist auch schon ewig her. Au. Den Blitz habe ich jetzt nicht gesehen. Aber euch müsste ich doch schnell ausschalten können. Aber das würde die Tour dann nicht öffnen, oder? Zack. Na, komm schon. Jetzt hat es natürlich auch gehört zu regnen. Nee. Das öffnet es nicht. Naja gut, hier gibt es noch so viele Rätsel. Wir haben hier sehr wenig erkundet. Weil wir auch sehr beschäftigt waren mit den Farmen, Leveln und so weiter. Wir mussten ja Kea komplett hochziehen. Dann haben wir Euler hochgezogen. Dann die ganzen Events und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich springe von hier ab am besten. Oh, hier ist eine Elektrokraft. Ha, müssen wir halt aufpassen. Wir verlieren jetzt ein bisschen Leben mit der Zeit. Moment, wo ist das denn? Doch, das ist doch das vor uns. Ich glaube, wir müssen echt Bötchen fahren für. Wird nix. Fahren wir Bötchen. Ich muss aber auch irgendwo landen können vorher. So. Der Blitz, ey. Hier können wir uns nicht teleportieren, genau. Hier müssten wir hinlaufen, die Strecke. Ach, stimmt, hier haben wir noch gar keinen Teleporter aktiviert, also hier keine Schreinsachen. Wie komme ich am besten hin? Oder kann ich hier rüber jumpen? So ein bisschen Parkour-like. Weil das scheint nicht unbedingt so tief zu sein, wisst ihr?
Hier ist es zum Beispiel nicht so tief, Alter, Blitze. Vielleicht nehme ich Lisa mal. Weil dann kriegt sie, wobei Ulti hat sie eh ready, also macht das eh keinen großen Unterschied. Kurz warten, Ausdauer, zack. Man kann leider den Achievement vom Blitz erschlagen werden, ja nur einmal bekommen. Da hinten ist wieder so Elektrostatuen. Können wir mal gleich versuchen, mit Lisa sie zu triggern. Da kommt dann hoffentlich eine schöne Tour raus dabei. Wieder Erfahrungspunkte für ihre Ulti. Suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. Okay, muss man sie in einer bestimmten Reihenfolge triggern? Moment mal, kurz gucken, geht das links jetzt weg? Weil das erste da hinten ging ja sofort aus. Ah, okay, vielleicht sind die mit Zeit. Die hält am längsten, dann die hier. Und dann das hier. Ja. Sollte aber easy gemacht werden. So, weil wir hier auf Nahkampf gegen Chaos Ulti und Noelle. Alter, nein. Zack, 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 zack. Einfach drauf hier. Ulti von Chaos schon wieder weg. Das ist so langsam, also so kurzweilig, die Ulti, finde ich. Ja, komm, jetzt habe ich dich doch. Zack. Zack. Und die Ulti von Eula und. Boom. Okay. Ach, der hat diese komische Kristalle, darauf muss ich achten, dass ich nicht dabei drauf gehe. Ey, wieso kriege ich die Dinger nicht kaputt? Okay. Machen wir eine Kombination, damit ich irgendwie hier auf Superleiter komme. Was hier einen kleinen Boost an Schaden verursachen kann. Ich muss nur halt versuchen, Euler irgendwie hochzuheilen dabei. Na ja, 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 ja. Zack. Schön, dass du eingefroren bleibst. Ah, okay. Es ist immer irritierend, dass Kay immer die Seite wechselt, weil ich zähle dann das. Ich zähle es halt nicht immer durch und dann so. Ah, warte, ja, das waren schon vier Attacken gewesen. This is a surprise. I didn't know you were the ones investigating here. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Guess I came here for nothing. Pepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Orobashi's remains. Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. Ah, it's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkonomiya to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Musou no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musojin Gorge.
The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible. Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Pass auf dich auf. Hey, don't worry about me. Peak condition. Pepe's sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate Samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. Gibt's denn ganz zufällig eine Truhe oder so hier? Scheinbar aber nicht, aber da hinten... Oh, hier ist doch wieder eins von diesen... Wie die Statue der Sieben. Direkt mal klauen. Oh je, je, je. So. Ich weiß halt nicht, ob Lisa dann einfach weniger Schaden kriegt. Ich habe jetzt nicht in ihren Dings geguckt. Aber eigentlich sollte sie weniger kassieren. So. Samurai. Ja, das sind eine von diesen Rätseln, die wir... Ich glaube, da haben wir jetzt noch einmal sowas gemacht. Gut, Kokomi, wo bist du? Du bleibst immer hier schön stationär. Immer schön hingleiten, Statue der Sieben direkt benutzen. Ach ja, direkt mal beten, damit wir hier dieses Ding, was wir eben gefunden haben, auch hier, hier rein investieren können. Ach stimmt, in der letzten Folge haben wir auch noch eins gefunden. So. Alle geheilt, ja, alle geheilt. Zwei Ultis ready direkt. Ach, es sieht auf jeden Fall nice aus. Habe ich zwar schon oft genug gesagt, aber trotzdem. Das haben die echt cool gemacht. Auch für, vor allem diese Farbpalette. Hier dieses rosa, lila, so diese Kombination mit ein bisschen blau und so. Das ist ein bisschen anders als die andere Region. Wobei Inazuma ist halt auch so ein bisschen eigen. Time to scout. I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi? Goro? What's going on? Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt Decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refused to hand them over. Still, I did manage to get one. Das ist... Do you know something about this? Das teuflische Auge der Fatui. So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms... Tepei. No! Surely he can't have... Let's go check on him.
Ja, das klingt nicht gut. Der ist auch zum Glück nicht so weit weg. Teleporter. Ja. Da bin ich mal gespannt, was der für eine Waffe hat. Ob er auch eine Waffe hat, aber wahrscheinlich ist das auch der Fall, ne? Wo ist der denn? Oh. Hey guys, what are you doing here? Just a moment, let me get up. It's weird. I don't know where all my strength's gone. Wie fühlst du dich? Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Fighting Shogun's army at sea, taking on Shogunate Samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. If only I were stronger still. The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Where's my secret weapon gone? Seit wann benutzt du sie? It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these mysterious people. Said they were with our supporters. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, this secret weapon will answer my call. It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. Dies ist ein teuflisches Auge. Delusion. Oh God. Doesn't sound very good. So, what's the difference between a delusion and a vision? Es wird das Leben des Benutzers auszehren. Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Happy. Die Fatui. Gott, das ist nicht gut. Gut, sprechen wir mit Sango no Mia. How's Tepe's condition? Keiner von uns hat es bemerkt. I have put out the order to cease all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency. I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay. I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts?
Ja, die Fatui aufhalten natürlich. No, it's too dangerous. The Sakoku Decree is still in force. So their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. Wir haben keine Zeit. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Lass uns gehen. Huh? You mean to the Delusion Factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. Ihr habt's gehört. Also, das müssen wir auf jeden Fall aufhalten, aber das wird richtig gefährlich. Hier, zack, zack, gebt mir eure Sachen. Erstmal hier stecken bleiben. Ja, noch mehr Missionen. Ja gut, wir müssen die auch eh alle irgendwann mal hier durchlaufen, aber wie gesagt, Event hat Priorität. Komme ich denn da so easy hingeglitten? Ich warte mal vielleicht kurz, wenn ich hier irgendwie... Und dann muss ich wirklich von hier runterspringen. Ach, hier gibt es eine Kante. Bitte lass mich hoch. Weil wie wir erfahren haben, in Enkanomia, Euler ist keine so gute Kletterin wie Noel. Wobei, vielleicht komme ich doch noch so dran. Hier. Ja, sehr gut. Haben wir das auch. Mirai. Ist das nicht Zukunft so übersetzt? Ja, egal. So. Wo befindet sich das genau? Das war ein bisschen weiter weg. Genau, da hatten wir noch keinen Save Point aktiviert. Ich könnte bestimmt hier rüber gleiten, oder? Wäre vielleicht sogar auch besser als von da oben. Under the umbrella, or you'll get soaked. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens... Well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Schön, dass sich Euler immer um uns sorgt, sozusagen. Ist da ein Tunnel, wenn das so ein Dungeon ist? Ah ne, das ist das nicht. Hier haben wir die Gespenster zum ersten Mal oder zum zweiten Mal getroffen, damals, als Inazuma hier released worden ist. Komm, nehmen wir das fliegende Vieh. Ach, das kam da, glaube ich, nicht rein, oder? Da war irgendetwas. Ich glaube, das hatten wir nämlich versucht schon mal. Ich erinnere mich da irgendwie vage. Och nee, sag mir bitte nicht, ich brauche wieder Ember für. Ember hatten wir ausgetauscht. Ja, genau. Deswegen konnten wir das hier nicht öffnen. Das ist nämlich hier verschoben sozusagen, hier in der Erde, so wie diese Cecilia-Garten oder so. Ah, okay, müssen wir skippen. Hier sehe ich einen Aussichtspunkt, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ich weiß halt nicht genau, was das bringen soll. Ob das auch für die 100% wichtig ist, für die Kartenerkundung und so weiter, aber ja, deswegen einfach mal machen, ne? Ach nee, das ist ein Schwert. Ja, okay, ich dachte, das wäre das Dings gewesen. Jetzt wäre es nice, wenn ich weiter oben gewesen wäre.
Mache ich nochmal diesen Teleporter, weil hier war ja einer von diesen Dinger, die man einsammeln kann, diese Oculus-Dinger. Weil wir brauchen unbedingt ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist die Frage. Time to scout. Wobei, ich gehe auf die Schnauze dieses Gott hier und dann runtergleiten. Vielleicht ist das so ein bisschen besser. Ist das Anemo-Statue? Oh, Alter, ist das direkt düster geworden. Kann ja sein, dass das was ist. Ach nee, das sind diese Elektro-Dinger, diese hier, diese mit den Kristallen und man muss irgendwie so eine Art Stromkreis irgendwie zusammenbinden und dann, ja, kurz Ausdauer aufbauen. Ich weiß nicht, hier irgendwo war das ja gerade. Und hopp. Nicht sicher, ist das ein Feind oder normaler hier Dings. Wo habe ich es eben gesehen? Irgendwo hatte ich es doch. Das war doch hier in der Luft irgendwo. Ach da, okay, jetzt sehe ich es. Diese Sichtreichweite sollten Sie vielleicht für bestimmte Objekte ein bisschen erhöhen, finde ich. Ich kann es aber nachvollziehen, warum Sie es nicht getan haben. Wobei unter uns ist so ein Elektrograner-Ding, das uns eigentlich hochschleudern kann. Ich wette, wir müssen in die Richtung gehen. Da kann man was zerstören. Ist bestimmt irgendwo so ein Höhleneingang und dann kommt halt die Dungeon. Ja, genau. Geh zur Fabrik der teuflischen Augen. So. Alter, ernsthaft? Achso, der Balken ist deutlich länger als gedacht. Achso, ja. Hä? Warte, wie habe ich denn. So. Achso, ich habe irgendwas befreit. Wo will uns das hinführen? Achso, hier diesen Weg entlang. Okay. Hey! Wiederholgestein. Ich glaube, hier drin waren wir schon mal, aber gut, müssen wir einmal machen. So, ich positioniere mich jetzt mal davor, vor diesem Eingang, dieser Dungeon. Wo war das? Eins weiter. Hier, das hier collecten, die Beeren. So, gut, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie es weitergehen wird, weil wir werden die Dungeon dann sofort in der nächsten Episode in Angriff nehmen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, so könnt ihr die Folge nämlich nicht verpassen und ihr supportet mich auch aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.